Hallo! Herzlich willkommen zu der Project. Ach, das war schon die. Ja. Hallo. Ich bin Seto Kaiba, der Beste. Der Beste Mensch. Der Zweitbeste, würde ich ja sagen, ne? Ja, ne. Hallo, ich bin reich. Vielleicht okay. Erinnert ihr euch an die tollen Structure Decks, die mit Yugi und Kaiba rausgekommen sind, wo Kaiba seinen ABC bekommen hat und Yugi seinen. Kack. ABC. Okay, das kriege ich hin, denke ich. Spiele, die Ritterin der Königin, okay? Okay, scheiße. Oh. 3 Karten verdeckt. Du bist dran. Nee. Oh doch. Oh Gott. es ist wie bei den Anime-Duellen. Es ist halt wie, als wenn die Anime-Duelle keiner gegen Yugi spielen. Ist zu gut. Ja. Oh. Ha. Der Effekt bringt mir gerade nichts. Okay. Wir machen das. Nein! So. Der hat weniger doch. Angriffspunkte. Der hat mehr Angriffspunkte. Fuck. Ja, genau, deswegen wird deine Ritterin deswegen sterben. Das ist ziemlich scheiße von dir. Ich hatte eine krasse Combo auf der Hand. Ich hätte den Ritter des Königs spielen können. Nein! Das hätte funktioniert. Ich habe einfach beide auf der Hand gehabt. Aber das wirst du bereuen, du komischer Kobold. Okay. Warum flippst du den denn nicht auf? Der hat doch so einen guten Flip-Effekt. Ja, Mann. Ich kann eine Karte im Friedhof ins Deck mischen. Mein Friedhof. Das ist super wichtig. So voll. Kann es sehen lassen. Ich glaube, ich spiele den Magidolch. Ja. Warte, ich muss kurz den Effekt. Den Effekt kenne ich gerade nämlich nicht. Okay. Ja, es ist. Oh, den hätte ich eben gebraucht, Mann. Okay. Ah. Ja. Die okay, hättest du gebraucht. Dann spielen wir. Ich muss das ja da machen. Na, nee. Ich spiele einfach nur den Ritter des Königs. Okay. Und. Ich. Da noch was? Will ich angreifen oder will ich nicht? Ich glaube, ich greife an. Ich habe Angst vor Tributmonstern oder so. Ui. Okay. Dann, viel Spaß. Aha, aber jetzt kann ich den hier abwerfen und zurückholen. Nein, der Kuriborn. Der Kuriborn hat es wieder mal gerissen. Wiedergeborenes Kuriborn. Das ist super. Ich meine, die gerade aber so Non-Mütze auf. Oh mein Gott. Warte, was? Ja, was machst du jetzt? Dass ich die Karte jetzt gezogen habe. Okay. Oh, Endphase? Ja. Oh mein Gott, diese Bricks. Aber das ist okay. Ich opfere meinen Ritter des Buben, des Königs, für meine mächtigste Karte und eine meiner treuesten Gefährtinnen. Das dunkle Magier-Mädchen. Ah, ist ja nur das Mädchen, okay. Das übernehme ich. Hallo, das Mädchen. Das holt sich jetzt Unterstützung. Ich annulliere mal den Angriff, tut mir leid. Funktioniert die Karte trotzdem? Ja, funktioniert sie. Okay. Bam. Banner dunkle Magier. Du hast auch ein Hexamonster Special, leider. Ja. Die Frage ist, es bringt mir aber nicht. Hallo, Pete! Pete Nuckler Clown, die ist so dämlich. Ja, ein bisschen. Oh, ja, an okay. Sich ist sie ein bisschen wie Malicious. Jetzt fängt's an. Sie ist ja eigentlich wie Malicious. Oh fuck, er hat den Union-Hanger. Ja. Und dadurch. Ich würde mir die X-Kopfkanone holen. Nee, ich hole mir den schweren Unterstützungs-Mac. Big Mac? Ja. Der B, der geboostete Drache. Ah, ich habe Zauber 10 Mark, ja, Mann! Nein! Oh doch! Okay, aber spiel ich. Da kannst du nichts tun. Okay. Na? Er geht in die Defense, okay. Ich hab zwar Angst vor dem Tributmonster, aber.
aber ich habe eine Idee. Ja, will ich das machen? Eigentlich nicht, das ist super dumm. Das will ich ehrlich gesagt nicht machen, nein. Nein. Dunkles das Magier-Mädchen greif mal an. Ja, erst mal gucken, okay, was da liegt. Ach, der liegt da, okay. Okay, jetzt darf ich mir... Ich hol mir A. Ich weiß nicht genau, wie ABC funktioniert. Ich glaube, du kannst alle drei von deinem Friedhof verbannen, um sie zu fusionieren oder sowas, ja, ne? Hi, Pieten. Sag Hi zu Pieten 2! Ach Gott, was ist davon drin? Tja, ich habe ein ganzes Deck mit Pieten vollgehauen. Genau. Und den Exodia-Teilen. Ja. Das Tolle ist, jetzt kann ich den, dadurch kann ich den Effekt aktivieren. Kann ich einen direkt vom Deck ausrüsten und dadurch kann ich jetzt, ich kann auch B vom Friedhof ausrüsten. Ich habe das Gefühl, dein Deck ist ein bisschen konstanter mit diesen ABC-Karten als meins. Aber. Hallo, ich habe ABC. Okay, jetzt kannst du fusionieren. Warum hast du eigentlich 5 Karten? Ah ja, da sind noch andere Karten da drin. Der war auch 5. Okay. Hallo. Was, wir hätten vielleicht ohne mit Master mit 3 spielen müssen. Nein! Was kann die Karte? Ich kann sie aktivieren und sagen, hey! Eine Karte abwerfen, um eine Karte zu verbannen. Was? Ja. Achso, du kannst dir den Schnelleffekt aus Tribut anbieten und die 3 zurückspecialen. Ja. Oh, ist das eklig. Ja. Was soll ich denn dagegen machen? Ich weiß es nicht. Dein stärkstes Monster ist doch nicht mehr so stark. Yugi. Du hast ABC. Du hast ABC. Und ich habe auch noch keine einzige neue Karte gehabt. Wo sind meine Magnetkrieger? Hey, ich hab das Magnetkrieger-Deck bei Real Life gespielt, das ist gar nicht mal so schwach, das ist halt auch nicht so cool. Was kann die denn? Aber was bringt dir dein Magnetkrieger gegen beim ABC Buster Dragon? Naja, ich hab das hier. Okay. Okay. Dunkler Magier. Okay. Bam. Bam! Can't do nothing. Du, damit du den auch siehst. Vor meiner Hand! Du darfst nicht mehr angreifen. Als ob du den auf der Hand hast. Doch. Jetzt kann er nicht mehr angreifen. Ja. Wie lange? Ist, solange es auf dem Feld ist. Warte. Ja, wenn er sowieso weg ist, wird das hier aktivieren. Was passiert? Ich übernehme die Kontrolle. Nee, danke. Oh, das ist ja ein Schnelleffekt, das mit dem Verbannen. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das wusste ich nicht. Hätte ich auch machen können, weil ich habe ja noch eine Handkarte. So. Ey. C. A, B, C, D. D, C. So, dadurch, dass ich eine Spezialbeschwörung gemacht habe, darf ich einen Union-Hunger-Monster. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr als 14-jähriges Kind zu einem Yu-Gi-Oh! Turnier geht mit eurem Deck aus der Grundschule und euch schon denkt, oh Mann, ich werde bestimmt alle fertig machen und dann spielt ihr gegen ABC? Ich kenn das. Ich nicht. Oh Gott. Mit 14 hatte ich schon so ein Deck, du. Tatsächlich ist mir sowas tatsächlich mal passiert. Ich bin als kleines Kind mal auf ein Turnier gegangen und wurde komplett weggefällt. Okay. Das Problem ist, ich komme noch nicht wirklich drüber. Da waren gerade Gladiatorengeheuer und Schwarzflügelmeter. Was? Ein Sternstaubdrache. Okay. War eine gute Zeit. Ja. So. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Warum holst du dir nicht dein ABC? Weil ich den ja nur einmal im Deck hab. Im Extra-Deck. Ach so! Ja! Ach, ich dachte, der wird dann ins Deck gemischt. Nee, der zerstört sich. Ach so, normalerweise hast du ein ABC noch so Karten, um den zu recyceln, oder wie? Normalerweise hat man den dreimal drin und es reicht. Ach so! Ja, dann ist das Ganze jetzt natürlich nicht mehr ganz so schlimm. Ja, das ist ja das Problem. Ah,
Aber ich hatte auch noch eine Chance zu gewinnen. Ja. Er kann den immer noch nicht angreifen. Ja, solange die Karte auf dem Spielfeld ist, dein dunkler Magier. Was für eine Scheiße. Ja, blöder. Ja, der dunkle Magier stirbt auch. Ja, okay, okay. Ist okay. Wieso hast du eigentlich Bi angegriffen? Hä? Oh, ich sehe auch gerade, der hat ja 1800 F. Oh, fuck. Ja, ich gut. 1600 gelesen. Ja gut, ich glaube, ich habe verloren. Hey, Kopfkanone, aber was geht ab? Hey, Pieten! Du darfst hey, gleich. Pieten. Ich glaube, du wirst dann leicht. Nein, ich hatte 100 Lebenspunkte! Auf geht's, Pieten! Spiegelkraft! Oh, ja gut, Ja. Dann sehen wir uns gleich in Runde 2. Yay! Bis gleich. Erst wenn du gewinnst, aber du wirst nicht gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich darf aber anfangen. Oh, was? Mann. Polymerisation. Was gut, ist dass das? Ich so viele gute Targets dafür habe. Ich habe nicht mal eine Poly in meinem Deck. Die brauche ich gar nicht. Ich würde mal sagen, Endphase. Ne, gut. Das ist traurig. Machen wir da eine Backrow? Mein Deck ist echt nicht gut. Ja. Aber ich glaube an das Herz der Karten. Es wird mich nicht im Stich lassen. Ich brauche kein Herz, ich habe gute Karten. Ich brauche kein Herz. Schön. Okay, hier, pass auf. Bam. Erfahrener weißer Magier. Oh nein. Bam, Angriff auf den Mond. Was? Nicht auf den Mond. Oh doch, der Mond wird... Nein! Der Mond ist doch so schön. Ja, deswegen wird er ja angegriffen. Weil er zu schön ist. Warte, was macht jetzt der Mond? Wenn ich ein Monster vom Typ Fels in Kampfposition ändere, kann ich eine Zauberfeinkarte zerstören. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Karte an den Anime angelehnt ist, wo Yugi mit seinem riesen Steinsoldaten den Mond angegriffen hat, damit das Wasser von Mako Tsunami weggeht, weil Wasser ist ja vom Mond abhängig und so. Und da hat er dann eine Ausrüstungskarte angegriffen, die Mond heißt. Okay. Gott, das war weird. Aber eine gute Karte. Ja. Ah, was machst du jetzt mit deiner Crash-Wyvern? Crash-Wyvern. Du hast einen Buster-Klingenkämpfer in deinem Deck? Ja, weil Yugi hat den gespielt. Ein weiterer Brick für mich. Das ist nicht schön. Ja, ich habe gerade auch Brick, weil ich keine guten Sachen habe. Ich beschwöre den Herr der Drache. Hast du auch die Drachenruflöte und den weißen Drachen auf der Hand? Nee, aber im Deck. Ach so, gut. Was bringt dir denn dein Drache jetzt hier? Nee, das ist was. Das ist ein Bluff. Das ist eine Feinkarte. Oh mein Gott. Wenn ich es jetzt noch schaffe, das hinzukriegen, das ist ja vollkommen GG dann. Aber ich werde es nicht schaffen. Oh Mann, das wäre so schön, wenn ich das schaffen würde. Wie greifst du denn echt an? Ich greife ihn an, ja. Okay. Zeig mir deine Feinkarte. Nein. Ah, das war ein Bluff. Ich wusste es. Ich zeig dir meine Handkarte. Oh, bam. Nein. unangenehm. Das ist kein Bluff. Das ist kein Blech. Das ist echtes Fleisch und Blut. Das ist unangenehm, ist das. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Okay. Ich hätte doch gerne mal ein Face-Monster, von dem ich die Position ändern kann. Oh, hallo, Z-Metall-Panzer. Ja. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Echt? Ja, ich spiele halt XYZ und Jama, ne? Ah ja, stimmt. Ein gutes Deck. Oh nein, mein erfahrener weißer Magier. Er ist nicht erfahren genug, gegen meinen Drachen zu kämpfen. Kannst du es nur wagen? Das ist unangenehm.
Was mache ich denn jetzt gegen diese Maschinen und lila Drachen mit komischen Namen? Aber interplanetare lila stacheliger Drache ist doch mein zweiter Fortname. Ein guter Name, ja. Ja. Okay, okay, ist denn eine Verteidigung? Nein. Oder weiter in die Offensive? Offensive. Hey, Gamma. Und hier ist Gamma, der Magnetkrieger. Okay, und was macht er? Gamma tötet, schlägt der Gewalt in die Fresse. Gamma tötet sich selber, ich sehe. Er ist auch noch... Aber er ist doch ein Monster vom Team Face! Aber deine Monster werden jetzt zerstört. Warum? Ah ja, stimmt. Warum? Das immerhin, sieh, ich bin dir mein Monster losgeworden. Ja. Hör auf, so viele Backroad zu haben, das ist ja echt nervig. Ja, das lasse ich dich aber nicht durchgehen. Nein! Kuribo! Oh ja. Wieso? Wieso? Das habe ich ja nicht im Friedhof, okay. Ich weiß trotzdem nicht genau, was ich gegen deinen interplanetar lila stacheligen Drachen machen soll. Ich weiß es auch nicht. Setz einfach mal so ein bisschen Backrow. Oh no. Und dann bist du dran. Ich bin dran. Okay. Oh, die Bricks. So schön. So. Ein Schimmerdrache. Ja. Greif an, mein schimmeriger Schimmerdrache. Blende ihn. Ja, da warst du wohl ein bisschen zu greedy, würde ich sagen. Ah. Aha. Wenn jetzt Werkzeug des Banditen kommt, ne? Nein, aber interdimensionaler Materietransporter. Okay, das ist natürlich auch blöd. Aber ich überlebe. Das schon. Aber, soll ich dir noch was sagen? Was denn? Ne, noch nicht. noch sage ich es dir nicht. Noch nicht. So, kann ich bitte ein Monster ziehen? Am besten den Busterblader. Das ist nicht der Busterblader. Du hast den Busterblade nur wegen mir im Deck, falls du gegen mich spielst. Richtig. Ah, du willst dich verteidigen? Ja, bist denke. Bist du dir sicher? Ich denke, es sollte. Nee, bist du nicht. Was du bist in die Offensive. Nein, alle offenen Monster werden in Angriffsposition gebracht, aber nicht die im Deck. Schade. Verdammt. Final Attack Orders. Das ist ein schöner Name. Ah, okay. Das ist so unfair, ein Monster mit 2200 ATK, da kommt man doch nicht drüber heutzutage. Naja, heutzutage ist es echt schwer. Damals hat sowas doch funktioniert. Ach, der wird jetzt auch in eine Angriffsposition gebracht. Ach ja. So, da funktioniert das. Ja, weil die Kasse offen ist. Wieso konnte ich jetzt keine Zauberfallkarte zerstören? Stimmt. Hä? Ja, ist einmal pro Spielzug ist ja keine permanente Fallenkarte. Ah, stimmt, permanent. Ah. Oh, Mann. Du musst deine Karte offen in Verteidigungsposition spezial besperren. Ja. Aber du hast eh keine Chance gegen Pieten. Oh, klar, Pieten macht's natürlich, ist klar. Alter, ich hab einfach nur Briggs. Ich hab einfach nur die ganzen Magier-Support-Karten hier und eine Poli. Und auf der Hand ist der dunkle Magier und der Ritter des Buben. Auf geht's, Pieten. Ich glaube, dein Deck ist minimal stärker. Aber. GG würde ich sagen. Aber. Mein schimmeriger Schimmerdrache wird geschrumpft. Nein, wird er nicht. Ja, gut, GG. Nächstes Deck darfst du aussuchen. Yay! Yeah! Oh, die Musik ist aber aus. Oh. Fügst du halt lustiger ein. Ja. Ja, jetzt kommt lustige Musik. Gerade. Ich hätte gerne Winner, Winner. Chicken Dinner. Von wie heißt das? Incompetech.com. Winner, Winner. Bitte einfügen. Dankeschön. Bitte. Danke. Nein. Wenn du das vergisst, ich werde dich darauf aufmerksam machen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ha, mein Schimmertrach hat doch 950 ATK. Sag ich doch. Ja, aber nicht dein anderer. Ja, ich sagte aber Schimmeldrache. Ach so. Mein Schimmeldrache. Der ist so blau. Deswegen schimmelt er. Ja. Ja, das ist der Schimmel. Tschüss! Tschüss!